Hey Leute, willkommen zurück zu The Forest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, letzte Folge haben wir immer weiter hier gebaut mit unseren ganzen Türmen und so weiter. Und ja, damit sind wir fertig geworden. Und ich will die als Übergang und gleichzeitig auch nutzen als Position zum Feuern. Halt, damit ich dann von oben aus so nach unten feuern kann. Und wir klettern mal ganz kurz hier hin. Obwohl, wir gehen ganz kurz hin, ja. Und hier fehlen halt nur noch ein paar Baumstämme. Die würde ich jetzt ganz gerne mal noch beschaffen wollen. Und was wir danach machen, weiß ich noch nicht so ganz. Ja. Schauen wir gleich mal. Erstmal kümmern wir uns jetzt hier um die Baumstämme, die noch fehlen. Weil es sind auf jeden Fall nicht mehr sehr, sehr viele. Und letzte Folge hatten wir auch wieder ordentlich viele Kämpfe. Ja. Das ist an manchen Stellen manchmal ein bisschen nervt, aber macht auch Spaß. Ja. Also... manchmal ist es ein bisschen nervig. Vor allem, wenn halt alle paar Minuten neue Mutanten etc. kommen. Aber an sich macht es schon Spaß, die so zu bekämpfen, wie ich finde. So geht es mir zumindest. Ja, mein Schlitten hat erstmal einen kleinen Stunt gemacht. Muss ja auch mal sein. Mein Schlitten wollte halt ein kleiner Stuntman mal sein. Kann ich verstehen. War mein großer Traum damals auch. Einmal hier alles draufladen und das reicht auf jeden Fall schon. Aber wir können ja noch mal ein paar mehr mitnehmen, weil wir können die anderen ja dann noch, die übrig bleiben, für was anderes verwenden oder lagern. Da spricht ja an sich nichts dagegen. Und ich denke gerade die ganze Zeit, dass dort hinten gleich einer rausgelaufen kommt. Wie ihr wisst, ich fühle das ja, wenn sich ein Kannibale oder Mutant mir nähert. Ich fühle es mit meiner Nase. So, einmal mit dem Schlitten hier auf große Reise. Halt, die Baumstämme müssen mal hier ein bisschen entfernt werden. Die Baumstümpfe nerven auf jeden Fall ein bisschen. Wenn man halt so mit dem Schlitten unterwegs ist oder so und dann halt dort so dagegen crasht. So. Und jetzt alles hier ran machen. Und die anderen Übergänge sind ja eigentlich fertig, oder irre ich mich da jetzt? Eigentlich glaube ich nicht. So. Halt, wir haben noch ein paar Steine, oder? Nein, haben wir nicht. Gut, dann einmal hier hoch. Apropos, mir kommt da auch gerade was in den Kopf. Wir könnten gleich mal auf eine Reise gehen. Na, und etwas besorgen. So, hier kann ich jetzt perfekt rüberlaufen. Hier rüber dann so. Dann hier rüber. Hier rüber auch noch. Ja, und kann halt von hier oben aus immer schön runterfeuern. Und ich glaube, ich mache hier noch etwas, wie ich hier hochkomme. Also noch so eine Art, ich nenne es mal Eingang. Ja. So. Einmal hier so ein Teil noch. Dann auch nochmal hier. Moment, wir steigen ganz kurz ein paar Seile her. So, eins, zwei. Sollte genügen. Ja, genügt auf jeden Fall. Und irgendwann möchte ich das eigentlich ganz gerne auch mal noch hier so entlang bauen, wo hier die ganzen Fallen sind. Weil mein Plan wäre, dass dort hinten mit unseren zwei anderen Türmen eigentlich eventuell zu verbinden. Und gerade machen meine Freunde hier auf jeden Fall ordentlich, ja, Musik. Obwohl, Musik kann man das nur nicht richtig nennen, was sie da so an Geräuschen machen. So. Ganz fix hier alle Fallen aufstellen und danach gehen wir jetzt auf Reise. Ich weiß auch schon, wohin. Wir gehen zu dem großen Teich, wo wir damals in Staffel 1 unsere Basis hatten. Wo die ganzen Pfeile in den Körbchen drin sind und so weiter. Und dort ist ja eh unsere andere Basis, ja. Unsere Baumhausbasis ist ja dort in dem Bereich auch. Und dort könnten wir dann auch nochmal ein bisschen weitermachen. Dann könnten wir das so gesehen so machen, jetzt diese Folge. Dass wir jetzt Richtung andere Basis gehen, dort Pfeile komplett aufstocken. Und dann den Rest der Folge noch bei der Basis bleiben wahrscheinlich. Kann auch sein, dass sich der Plan nochmal ein bisschen abändert.
An sich hätte ich nämlich auch dann jetzt so die Idee, dass wir das vielleicht so machen, immer mal so 3, 4 Folgen in der einen Basis, dann in der anderen wieder 3, 4 Folgen. Also immer so hin und her und immer mal zwischendurch noch ein paar Folgen machen, wo man ein bisschen halt mehr auf Reise geht und sowas. Und mich wundert es gerade, wenn jemand da ja läuft. Ja, insgeheim wird schon irgendwo jemand gerade lauern und uns ganz still beobachten. Und sich denken, lecker, schmecker, Abendmahl ist vorbereitet. Ja, aber da das werden wir natürlich nicht zulassen. Ja? Also ich werde ganz sicherlich kein Abendmahl. So viel kann ich schon mal sagen. Das ist nicht mein Plan. Ja? Ich glaube, niemand möchte ein Abendmahl werden für Verrückte, die hier im Wald hausen. So. Vorsichtig hier nach unten machen. Zack, gut. Zum Glück habe ich mir jetzt nicht die Beine leicht angeknackst. Und ich habe auch mal so eine kleine Information noch am Rande. Und zwar wird in den nächsten Tagen mal ein bisschen noch was so an kleinen Spielen auf meinen Kanal kommen. Also so ein paar angezockt plane ich ein paar kleine Spiele, paar unbekanntere und so. Ja, so ein bisschen zu bringen. Bis zum 22. Mai ungefähr. Ja, denn ab dem 22. Mai habe ich wieder neue Projekte. Und zwar zum einen am 22. Mai ein neues und dann auch nochmal am 28. war's. Die genauen Spiele nenne ich jetzt nicht. Lasst euch da einfach mal überraschen. Aber auf jeden Fall, ja, zwei ganz coole Spiele, die da ganz frisch rauskommen, sind da noch diesen Monat geplant. Und ansonsten halt noch ein paar ältere Spiele plus ein paar unbekanntere kleine Titel. So. Und wir holen uns jetzt sofort die Pfeile, die waren ja dort hinten links. Davor platziere ich hier die ganzen Steine und so, die ich jetzt unterwegs aufgesammelt habe. So. Einmal hier die ganzen Steine ranmachen. Zack. Und jetzt hier die ganzen Stöcke mal noch ranhauen. So. Gut. Oh, hallo, mein kleiner Eidechsenfreund. Moment. Halt ruhig. Thank you. Oh nein, wir können die Rüstung nicht mehr mitnehmen. Ah, das ist ein bisschen frustrierend. Mist, und hier haben wir leider noch kein Rüstungsgestell in dem Gelände. Und wir sollten uns mal ein wenig waschen, glaube ich. So, einmal hier kurz runter so ein wenig tauchen. Zack. Denn Sauberkeit muss auch sein. Hygiene und so, ja. Zwar schade, dass es hier keine Seife gibt, aber so geht's auch schon. Halt, sind hier Beeren dran? Nein. Ich hole aber mal trotzdem meinen Beutel kurz raus. Denn dort vorne sind ja noch mehr Sträucher meistens. Das ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Gelände hier, wo immer mal wieder ein bisschen was wächst. Ja, und die Waldpatrouille ist da. Hallo Nachbar! Hallo Nachbar! Hallo Nachbar! Ich hab die Axt für dich als gutes Nachbar. Als Geschenk. Mann, ich will dich auf den Baum hauen. Auf den hier. Doch, da bleib eben liegen. Bleib liegen, so wie du bist. So, auf hier. Und auf. So, gut. Nochmal. Und noch einmal. So. Einmal alles eintüten in die heilige Tüte. Jetzt noch alles hier an Stöcken in den Sack rein und Steine natürlich genauso. So wie sich das hier gehört im Wald. Immer alle Stöcke mitnehmen. Mache ich bei mir in meinem Wald auch immer so. Da bei mir hier in der Nähe ist. Ich gehe immer in den Wald, nehme einen ganz großen Sack mit und nehme Steine mit, ein Stein nach dem nächsten. Genauso wie Stöcke. Die lagere ich dann alle in meiner Wohnung. Nein, in Wirklichkeit in meinem Keller.
Und dort baue ich mir dann immer so ein kleines Survival-Lager auf. So. Nein, tue ich natürlich eigentlich nicht. Hey, warum kann ich das nicht mitnehmen? Okay. Jetzt ging es. Jetzt ging es. Wunderbar, wunderbar. Moment, Moment, Moment. Ich spiele erstmal wieder den kleinen heiligen Mischer hier. So. Halt. Zack. So, dann können wir jetzt die Kräuter auch wieder mal ein bisschen weitermachen hier. Muss ja auch sein. Muss ja auch sein. So. Denn mit einem vollen Kräuterbeutel hat man einen guten Beutel. Wurde mir so beigebracht. Okidoki, ja. Dann machen wir mal drüber zu dem Lager. Ja. Nehmen jetzt hier noch ein paar Steine mit. Wie viele gehen noch? Sechs gehen noch rein. Okay. Sechs kleine, große Steine gehen noch. Kleine Steine haben wir eh immer voll. Weil ich diese kleine Steinschleuder ja eh nie nehme. Die ist nicht so gebrauchbar. Moment, ja, hier haben wir es, die Zwille. Ja, und wir schauen mal, was wir hier drin in der Basis vielleicht nochmal mit platzieren können. Ja. Weil hier sind wir natürlich auch noch nicht fertig. So, wir könnten erstmal hier die Stacheln fertig bauen eigentlich, oder? Erstmal Innenmauer. Ja, erstmal Innenmauer. Ist ja eh die letzte Schicht, die hier aktuell so in Arbeit ist, von daher. Von daher passt das. Ja, hallo, Herr Nachbar. Hallöle. Naja, immerhin noch kein Mutanten-Nachbar. Immerhin noch nicht so einer. Nein, ach, ich bin runtergeflutscht. Immer flutsche ich runter. Einfach schlimm. So schlimm wie meine Nase. So, einmal hier hoch. Jawoll! Haha! Die Stacheln sind hier schon gut dabei. So, dort mache ich die jetzt erstmal kurz weiter. Aber die andere Hälfte, also die andere Seite von unserer Basis hier, die mache ich nicht weiter mit den Stacheln. Aber die, weil hier ist das ja eh nur dieser kleine Bereich so. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. So. Oh. Und drin sind wir. So, jetzt sammeln wir einmal alle Steine. Halt. Nein. Okay. Ich dachte gerade, weil das Tor offen war, dass hier einer drin ist. Ja. Und mein Freund ist da. Mein guter Freund ist da. Wir schauen mal hier was. Was könnten wir denn hier noch bauen? Ja, ein Pfeilkorb wäre eine Idee, genauso wie solche Lagerdinger halt. Ja, sowas Lagermäßiges würde ich eigentlich hier so an die Wand stellen. Oder hier. Müsste man schauen. Mal sehen, wo ist denn der Mutant? Ach du Schreck, wie dort vorne sich der ganze Wald bewegt. Das sieht ja schlimm aus. Der Mutant ist hier vorne irgendwo. Gut, dann halte ich mich erstmal ganz kurz hier unten weiter auf. Und sammle hier unten erstmal volle Steinanzahl. So, und jetzt können wir nach oben gehen. Mein Freund hört auch wieder Brummen. Den kleinen Brummer hier. Und ich glaube, wir sollten uns um ihn kümmern. Weil ich keine Lust habe, dass der dann später auf einmal plötzlich in meiner Basis drin ist. Ja, ist ja schon das öfter mal vorgekommen. Und hier ist das große Ding halt auch. Ja, der könnte unsere Bäume einreißen und dann zack, Basis hinüber hier.
Weil die Bäume, so wie wir die haben, finde ich das halt echt schön. Deswegen, ja, gehen wir jetzt mal lieber raus und kümmern uns um ihn. Ja, wäre bloß schön, wenn die anderen sich nicht noch mit einmischen würden. Das wäre wirklich schön. Könntet ihr mich bitte in Ruhe lassen? Was? Das Dorsch ist ein Kopf durchgeflogen. Habt ihr das gesehen? Ja, das ist reingeflogen in den Kopf. Gut. Gut. Dann nehme ich mir nochmal ein paar Steine hier mit. Und dann ist der Mutant jetzt dran. Och, das ist doch jetzt nicht wahr. Was wollt ihr denn gerade alle von mir? Schokolade? Sorry, gibt's hier nicht im Wald. Ich kann euch Kräuter anmischen. Habe ich gerade frisch abgezapft von dort hinten bei dem See. Hallo, aua! Meine Güte! Hallo, lasst dir doch helfen! Lasst dir helfen, sagte ich. Husch, 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 husch! Ich sagte husch! So. Ja, jetzt hau dir wieder ab. Ja, jetzt hau dir ab. Ja, geht! Aber lasst mich in Ruhe. Wenn der Mutant jetzt in meiner Basis drin ist, dann dreht sich mein Kopf einmal komplett im Kreis. Ah, hier unten ist er. Ja, und hinter mir ist auch jemand. Hi. So. Mein großer Junge. So, da du schon ein großer Junge bist, kannst du dich auch mit dem großen Mann hier anlegen. Los geht's. Los, zeig, was du drauf hast. Mit deinen kleinen Würstchen-Dingern dort, mit denen du hier rumfuchtelst. Glaubst du, hast eine Chance? Tja, davon kannst du träumen. So, ihr haut ab. Husch! Oder wollt ihr, dass das gleiche euch passiert? Nein? Wollt ihr nicht? Na gut, dann geht. Dann geht mal schön wieder nach Hause in euer Dorf. Oh, ich vergaß. Euer Dorf gehört ja gar nicht mehr euch. Es ist ja meine jetzt mittlerweile. Tut mir leid, aber ihr habt dort hinten ja noch diese kleinen Buden. Von daher, dorthin könnt ihr ja auch. Ja? Oder wie wär's mit den Containern dort hinten am Strand? Da könntet ihr ja auch rein. Ja, und so. Hab ein paar Schildkröten und ne, Wasser ist auch genügend da. Warum ne? Warum ne? Nicht wahr? So, ich schwing da mal meinen Po hier wieder rein und platziere hier drin wieder meine ganzen Steine. Und ich habe jetzt gerade irgendwie keine Lust, diese oberen Dinger fertig zu machen. Ich baue jetzt erstmal hier diese kleine Reihe so ein bisschen weiter. So. Und die restlichen Steine, die hier wieder so drin sind, die kann ich natürlich dafür mal noch nehmen. So. Und damit meine Stöcke auch was zu tun haben. Ja. Ich will meine Stöcke natürlich nicht einfach so arbeitslos lassen. Sie sollen natürlich auch was bekommen. Bekommen die als Aufgabe, ja, sich hier hin zu positionieren. Mit solchen Ständerdingern. Haha, ich hab Ständer gesagt. Das musste sein. Ja, der lacht auch schon da draußen. Ah, ich werde verrückt, weil ich im Wald bin. Ah, ich brauche Hilfe. Jemand muss mich hier holen. Ich bin verrückt, auch mittlerweile. Ja, die Kannibalen machen mich verrückt. Ich will doch einfach nur ein Leben, ein normales Leben wieder in Zivilisation und nicht im Wald. Wisst ihr, wie schlimm es ist? Ohne Schokolade und ohne Gummibären. Ah, das ist einfach nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Und vor allem ohne den guten alten Stinkekäse. Nee, ohne den ist das einfach kein Leben hier im Wald. Nee, da braucht ihr auch dort unten nicht so traurig nach oben gucken. Tut mir leid. Sobald ich die Chance habe, rauszukommen aus diesem Albtraum, da bin ich weg. Tut mir leid. Wisst ihr was? Ich baue mir jetzt ein Boot und fahre ganz weit weg.
Das Protagon ist erstaunt. Gucken, ihr seid selber dran schuld, wenn ich hier gehe. Wir könnten ja eine Allianz eingehen, aber nein! Aber nein! Ja? Hallo, wollen wir eine Allianz? Wollen wir eine? Wollen wir eine? Hallo? Huhu! Nein? Bleib stehen. Ich warne dich. Siehst du, ich hab dich gewarnt. Man sollte immer, ja, eine Warnung befolgen. Aber nein, wieder keine Ohren. Keine Ohren. Schlimm. Einfach schlimm. Ja, wo sind eure Ohren? Hier sind sie. Hier an der Seite. Ihr habt sogar vier Ohren, wenn man das mit so betrachtet, weil die haben ja hier diese Masken auf. Vier. Ich hab zwei. Und was ist? Ich höre besser als ihr. Schlimm. Schlimm. Wahrscheinlich funktionieren eure Ohren nicht richtig, weil ihr euch alle gegenseitig anschreit hier mit euren Geräusche, mit euren ekligen Mutantengeräuschen. Ja, da brauchst du gar nicht wegrennen. Also gar nicht wegrennen. Bleib stehen. Bleib stehen, mein Lieber. Bleib stehen. Hey, Sacke, bleib stehen. Ja, gut. Das ist so gewollt. So. Der Bogen ist jetzt out. Das Katana ist wieder da. Ich bin ein Samurai. Ich wurde auserwählt, dich zu erledigen. Sorry. So, und danach werde ich gleich essen. Gib mir dein knackiges Bein. Oder deine Wade. Lecker Wade. Gib mir die leckere Wade. Ich sagte, gib mir deine Wade. Gib mir die Wade. Gib die Wade. So, ich esse jetzt kurz ein paar Snacks. Jetzt fühle ich mich schon viel runder. Oh, hi, wer bist du denn? Wer bist du denn? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Husch! 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 Dann eben nicht. So. Aua, aua. Na toll, meine schöne Rüstung hast du mir zerstört. Weißt du was? Aus dir wird jetzt neue Rüstung als Strafe. So, wenn jetzt hier meine anderen Knochen weg sind. Nein, sind sie nicht. Gut. Dann hätte ich mich komplett im Kreis gedreht. So. Einmal Rüstung herstellen. Einmal. Zweimal. Ah, bis fürs dritte Mal brauche ich noch ein paar Knochen. So. Und dreimal. Jawohl. Wir sind wieder voll. Jetzt wieder nicht. Aber gleich sind wir wieder voll. Wenn der hier zerfallen ist und wir dann aus den Knochen das gebastelt haben. Sehr schön. So. Und ich sing ein kleines Lagerfeuerlied. Lass die Knochen fallen und dann möchte ich in meine Basis. Oh ja, da macht er auch schon mit seinen Geräuschen, mit seinen Geräuschen. So. Puh, das war anstrengend. Mal sehen, vielleicht gebe ich bald mal ein kleines Waldkonzert hier. Kannibalen und Mutanten, wie findet ihr das? Ein kleines Waldkonzert. Ich stelle mich oben auf mein Baumhaus. Ihr stellt euch alle unten hin. Seid herzlich eingeladen und könnt dann zuhören. So ein kleines Waldkonzert wäre auch mal schön. Ja, war doch schön. Ein bisschen was Schönes, Idyllisches hier. Ja. Gut. Ja, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, Leute, ja, war es das an der Stelle mit dieser kleinen, aber feinen, ja, verrückten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da für mehr The Forest. Das war es an der Stelle. Haut rein, euch noch einen schönen Tag und tschüssi.